Freunde der Fitness und Gesundheit, warum sind nicht alle Menschen in Deutschland vegan? Es hat mehrere Gründe. Zum einen, wenn man sich mit jemand über eine Thematik auslassen möchte oder sich austauschen möchte über einen gewissen Streitpunkt, dann bedarf es eigentlich der gleichen Wissensgrundlage. Das heißt, wenn der eine überhaupt gar keine Ahnung hat, keine Fakten kennt und sich kein Wissen darüber aneignen wollte oder angeeignet hat oder auch einfach nur zu dusselig ist, um es zu verstehen, dann ist es natürlich schwer, sich mit ihm konstruktiv auseinanderzusetzen. Letztendlich möchte man ja zu einem gewissen Konsens kommen, zu einer Einsicht, wie auch immer, zu einem neu strukturierten Verhalten. Also, warum sind nicht alle vegan? Erstmal müssen wir sagen, wer von uns war denn schon mal in einem Schlachthaus? Wer von uns schaut sich regelmäßig Videos an zum Thema Tierleid? Was passiert in Laboren, wo Tiere für Experimente herangenommen werden, damit die Creme dann auf der Haut beim Menschen nicht so brennt oder zur Reizung führt? Oder das Shampoo oder das Duschgel oder was auch immer. Medikamente natürlich auch werden an Tieren getestet, um zu schauen, wie wirken sich die Nebenwirkungen aus. Das ist eigentlich ein Verbrechen. So, genauso wie wir Tiere töten, die wir eigentlich nicht töten müssten, weil wir hier in Deutschland zurzeit nicht darauf angewiesen sind, Tiere zu töten, um uns ernähren zu können. Und das hochwertig, ausreichend, geschmacksvielfältig. Und wir machen es trotzdem, weil wir es können, weil es die persönliche eigene Freiheit wohl repräsentieren soll und man möchte doch tolerant gegenüber der Einstellung sein, dass man das Recht hat, Tiere zu essen, weil man es kann. Ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab. Worauf ich hinaus will ist, wenn ihr euch da draußen mit Leuten unterhaltet und ihr die davon überzeugen möchtet, einmal zum Wohl der Tiere vegan zu werden, ja, damit weniger Tiere sterben müssen, für den reinen Geschmackskonsum, es ist keine Frage des Überlebens, wir können auch mit Reis und Kichererbsen, Bohnen, Nudeln, also mit Getreide, Obst und Gemüse weitaus besser überleben als mit diesem Antibiotika und hormonverseuchten Fleisch. Wenn wir also da draußen Leute überzeugen möchten, weniger Produkte zu konsumieren, die aufgrund von Tierleid eben negativ behaftet sind, dann gehört dazu der erste Schritt, dass diese Leute auch sich informieren lassen wollen. Das heißt, man kann ihnen als allererstes natürlich ein paar Fakten an die Hand geben und sagen, schau mal hier, ein Huhn legt normalerweise 10 bis 20 Eier im Jahr und die Turbohühner, die wir gezüchtet haben, die Hormone kriegen und Antibiotika, schaffen bis zu 330 Eier im Jahr und sterben dann nach 1/10 ihrer Lebenserwartung an Entkräftung. Werden dann geschlachtet, weil sie nicht mehr genug Eier legen können und dann werden die geschlachtet. So. Wenn man diese Information rüberbringt und die Leute aber dafür kein Einsehen haben und sagen aber, ja, aber so schlimm ist das nicht und ich hole Wildfleisch und Bio-Eier, Bio-Eier sind zum Beispiel 270 im Jahr, was da gelegt wird, dann gibt man ihnen Videos an die Hand, sehr gut gedrehte Videos, Cowspiracy, What the Health, Gabel statt Skalpell, Earthlings oder 1000 Eyes. Wer diese Filme gesehen hat, dazu gehört natürlich ein gewisser Wissensdurst, ja, dass die Leute erstmal für sich reflektieren, okay, ich habe da Wissensbedarf, ich habe mich da nicht so informiert, ich habe das ausgeblendet, bewusst ausgeblendet, die Leute blenden das bewusst aus, weil sie mit dem Leid nicht konfrontiert werden möchten. Weil sie dann auch erkennen würden, dass sie für das Leid verantwortlich sind, weil sie ja mit ihrer Finanzkraft diese Lobby unterstützen. So. Ich kaufe das Produkt, also wird es neu produziert, ich kaufe das Produkt, es wird neu produziert, ich kaufe das Produkt nicht mehr. Es findet keinen Markt mehr. Es wird nicht mehr hergestellt werden. So einfach ist das. Und
Das heißt, wer sich diese Filme angeschaut hat, der wird auf euer Drängen viel mehr Einfühlungsvermögen entwickeln können und das viel mehr, auch durch viel mehr Verständnis, das Ganze nachvollziehen können. Die Leute, die diese Filme nicht sehen wollen, oder die Leute, die die Filme gesehen haben und dennoch meinen, sie müssten Fleisch konsumieren. Das ist ein egoistischer, selbstbezogener Rahmen, der sehr engstirnig ist. Das sind halt Leute, die sagen, ich stehe über anderen und deshalb erlaube ich mir, was ich mir erlauben möchte. Den könnt ihr eigentlich nicht helfen. Und spart euch eure Energie auf, euch mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Das kostet euch die Lebensenergie. Das sind dann so eine Energievampire, die saugen die ganze Energie auf. Die kostet euch diese Lebensenergie. Und letztendlich, wenn ihr dann auf jemanden trefft, der wirklich seine Ernährungsweise ändern möchte oder das Gefühl hat, da läuft was falsch bei uns in der Ernährung oder in der Art und Weise, wie wir erkranken und der das verhindern möchte für sich, auch dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, für den braucht ihr die Energie. Und da wird die Energie dann auch wie so ein Schwamm aufgesaugt. Bei den anderen verpufft das im Nirvana. Und ich habe lange Zeit überlegt, wie komme ich damit zurecht? Weil man möchte ja helfen. Also man möchte den Tieren helfen, ja, dass sie nicht gezüchtet werden für den Geschmackssinn eines Menschen und darunter nur Leid erfahren. Und wir möchten auch den Menschen helfen, dass sie eben nicht Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, irgendwelche Allergien bekommen, wie Asthma, Hashimoto-Thyreoiditis, Neurodermitis, was auch immer. Wenn wir das vermeiden wollen, dann sind wir natürlich auch teilweise sehr emotional und etwas progressiver in der Kommunikation. Und das wird dann oft als militant auch empfunden, wobei militant bedeutet eigentlich mit Waffengewalt. Und die Veganer sind ja eigentlich gegen die Ausübung von Gewalt und das mit Worten und nicht mit Waffen. Von daher ist dieser Begriff falsch gewählt. Aber nun gut, die einzige Sache, die mich da immer wieder beruhigt hat, war, was ich jetzt erkennen musste, ist, dass diese Menschen sterben werden. Und zwar vor ihrer Lebenserwartungsgrenze. Diese Menschen werden krank werden, diese Menschen werden Schmerzen haben, Gelenkschmerzen, Rheumatoide, Arthritis, in welchen Bereichen auch immer, sei es die Schulter, sei es das Knie, sei es das Handgelenk, sei es der Ellbogen, was auch immer. Diese Menschen werden auch vom Gemüt her sich sehr stark mit Symptomen wiederfinden, wie Panikattacken, Depression, aggressives Verhalten. All das, das wusste schon Pythagoras. Pythagoras sagte, ist ein griechischer Philosoph, kennt ihr, der Satz des Pythagoras, aber in dem Fall sagte er was anderes. Er sagte, das Leid, was wir den Tieren antun, wird auf den Menschen zurückkehren. Ich meine, dieser Aussagesatz, was du nicht willst, was man dir tut, das tu auch keinem anderen an. Das ist ja nachvollziehbar. Und wer möchte schon in einem Käfig leben, hochgezüchtet werden und dann für den Geschmackssinn anderer Lebewesen, für die es nicht essentiell ist. Es ist nicht lebensnotwendig, dass wir Fleisch essen. Ganz im Gegenteil. Das Fleisch, was wir produzieren, oder allgemein Fleisch, ist für uns schwer verdaulich. Und deshalb muss ich es immer wieder so sagen, also diese Menschen werden sterben. Und ich muss auch sagen, sie tun mir nicht leid. Also jetzt, so gern ich Menschen mag und so gern ich Menschen helfen möchte, möchte ich nur denen helfen, die sich auch helfen lassen wollen. Vielleicht kennt ihr das da draußen. Da habt ihr einen guten Freund oder eine gute Freundin, wo ihr immer wieder sagt, pass auf, mach doch dies und das. Du machst doch immer wieder den gleichen Fehler. Also machen wir einen Fehler einmal, ist das normal. Machen wir einen Fehler ein zweites Mal, kann man das Dummheit nennen. Und machen wir einen Fehler mehr als dreimal, dann nennen wir das heutzutage schon Tradition. Das heißt also, wir sollten darauf achten, dass wir unsere Energie für die Menschen investieren, die Hilfe zur Selbsthilfe auch annehmen möchten. Wir können da draußen nicht jeden über die Ziellinie tragen, ihn hochheben und mit Gewalt darüber schleppen und sagen, guck mal, hier ist das Ziel. Man kann ihnen den Weg zeigen, aber den Weg müssen sie schon alleine gehen, weil wir so vielen Menschen da draußen den Weg aufzeigen müssen. Ja, das wollte ich euch so mal mit an die Hand geben. Dass, es ist natürlich schade, wenn es Familienmitglieder sind. Das habe ich auch in meinem näheren Umfeld so, dass gerade eigene Familienmitglieder nicht das Verständnis dafür aufbringen wollen oder können, dass sie selbst für sich verantwortlich sind,
und mit ihrer Ernährungsweise, die sie für sich wählen, auch wählen, ob sie gesund oder krank sein möchten oder gesund oder krank werden möchten. Wenn man krank ist und man ändert seine Ernährungsweise, dann kann man wieder gesund werden. Und wenn man gesund ist und behält seine schlechte Ernährungsweise bei, dann kann man auch krank werden. Und irgendwann kann man daran auch sterben. Und das ist mittlerweile so bei mir umgeschwungen, dass ich das auch als einzige Quelle der Entlastung empfinde, dass diese Menschen leider, bevor sie sterben, noch große schmerzvolle Symptome mit sich tragen. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich finde, den es am meisten trifft, das sind in allererster Instanz die Tiere. Ja, also ganz klar, die Tiere, dieses Leid darf nicht weiter fortgeführt werden. Und dann trifft das Leid uns auch selber. Und wir müssen in einer Gesellschaft, die sich als sozial bezeichnet, in einer Gesellschaft, die sich als intelligent bezeichnet, in einer Gesellschaft, in der schon Vorstellungen von Moral und Ethik existieren, müssen wir uns einfach die Frage stellen, handeln wir nach diesem übergeordneten Credo oder scheißen wir drauf? Und das, was ich da draußen sehe, ist eben mit Moral und Ethik und Sozialität und Intelligenz nicht mehr zu vereinbaren, was wir dort machen. Und deshalb als allererstes, gebt den Leuten Fakten an die Hand. Wenn ihr sie nicht so gut rüberbringen könnt, sagt den Leuten, schau dir doch mal diesen Film an und wenn der dir gefallen hat, habe ich einen weiteren. Ich habe Leute diesen Film auch mitgegeben, ja, und die dann sagen, ja, da weiß ich auch nicht, ob das Propaganda ist. Und das sind Leute, die haben Gelenkschmerzen, die haben Rückenschmerzen, die haben Panikattacken, die sind dauernd schlecht gelaunt, die sind übergewichtig, ja. Und selbst die haben kein Einsehen oder kein Verständnis für die Reflexion, vielleicht habe ich selber was falsch gemacht. Ja, und vielleicht ist es nicht einfach durch Zufall in mich reingeflogen, dieser Schmerz, den ich jeden Tag verspüre. Und ihr müsst eure Kraft aufsparen. Für alle da draußen, die sich verändern wollen. Werdet nicht müde, dafür zu kämpfen, weil es lohnt sich. Und wir werden immer mehr. Und ich wollte noch was Wichtiges sagen, habe es jetzt aber vergessen. Das ist aber nicht gut, wenn ich zu weit aushole. Denkt immer daran, ihr seid da draußen nicht alleine, wenn ihr vegan seid. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und das bedeutet nicht, dass alle, die jetzt noch nicht vegan sind, schlechte Menschen sind. Das bedeutet nur einfach, dass die einfach noch nicht bereit waren, diese Selbstreflexion für sich aufzubauen. Und bei den Menschen, wo es euch wichtig ist, kämpft. Ja, aber wenn ihr merkt, dass das verpufft, lebt einfach ein positives Beispiel vor. Zeigt, guck mal hier, ich bin fit, ich bin wach, ich bin klar, ich bin gesund. Und du nicht. Wenn du das auch alles werden willst, helfe ich dir gerne. Ja? Also, das soll es jetzt gewesen sein. Dankeschön fürs Zuhören. Bleib fit, bleib gesund und bleib wach. Und bis dann. Ach, willst du auch noch was sagen? Check. Willst du? Check. Ich will Gassi geben.